Guten Tag, verehrtes Publikum. Willkommen zu Unscharf und Schlecht Beleuchtet. Das Fremo-Treffen steht vor der Tür. Das hatte ich an anderer Stelle schon gesagt. Und bei mir geht es jetzt los mit dem Bau der Gebäude. Ich weiß natürlich, in 10 Tagen habe ich nicht genügend Zeit. Hier sind einige Fotos der Bauwerke. Und speziell dieses Abortgebäude, das werde ich jetzt bauen. Ich war vor Ort, habe selber fotografiert, habe es auch noch vermessen, soweit es ging, und habe dann natürlich auch noch Ziegelsteine gezählt. Und habe erstmal festgestellt, dass die Platten von Auhagen, die sind wirklich maßstabsgerecht. Also ich kann mich an den Fotos und der Anzahl der Ziegel orientieren. Und fange jetzt erstmal an mit dem Bau des Gebäudes. Ich habe mir auch schon eine Skizze gemacht. Da wird natürlich ein professioneller Modellbauer wird erschüttert sein, wie das aussieht. Aber das reicht mir jetzt erstmal. Ein paar Maße habe ich mir herausgezogen. Das Rote ist das Vorbildmaß. Das wäre das dann ungefähr in H0. Ich werde mich aber, soweit es geht, nach den Steinen orientieren. Die Fenster werden eine Katastrophe werden, die anzufertigen, weil die sind in Wirklichkeit nur ein Ziegel breit. Und bei der Höhe und so, das muss ich halt noch gucken. Da habe ich ausgerechnet, also oberhalb des Sockels sind es genau 3 Meter, also 3,4 Zentimeter. Ich mache aber noch den Sockel unten mit dran, sodass ich also 40 Steine Höhe habe. So, das ist jetzt die Vorderseite des Abortgebäudes. Es ist 8 Meter, also im Modell 9,2. Und das sieht echt winzig aus. Also, das ist schon. In der Mitte kommt jetzt mit 3,4. Also noch der Eingangsbereich. Und hier die beiden Toilettenfenster. Also, ich habe es gezählt, ich habe es gemessen. Ich weiß nicht. Es wirkt geradezu winzig. Jetzt versuche ich erstmal bei der ersten Probeplatte die Fenster zu öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das später dann bei den richtigen mit der Fräse versuche oder ob ich beim Ritzen bleibe. Das muss ich mal sehen. Klar wäre das einfacher, wenn man jetzt mit einem ganz kleinen Fräser diese Öffnung macht, aber da muss ich wahrscheinlich mir erst ein Werkzeug bauen und schnitzen und schleifen und bohren und Klemmplatten und sowas alles bauen, und wenn ich ehrlich bin, dazu habe ich keine Lust. Da werde ich es wohl mit der Hand machen, also da wie immer, in vielen Fällen. Die Werkzeugrüstzeiten sind dann länger als der eigentliche Arbeitsvorgang, der dann wahrscheinlich bloß 5 Minuten dauert und 3 Stunden vorher beschäftigt. Das will ich nicht, also versuche ich es erstmal so. Wenn es schief geht, dann später. So, inzwischen. Jetzt, wo die Markierungen gesetzt sind, sehe ich das alles, so rum gehört das, gar nicht mehr so dramatisch. Also ich muss ja jetzt hier noch die Seitenwände bauen, den Zahnfries unterbringen und dann eben die Giebelwand anfertigen. Geschliffen habe ich das schon, also angefasst hier. Jo. Ja, ich war dann doch an der Fräse. Das hier ist jetzt nicht so sauber geworden, weil ich nicht tief genug gestochen habe. Aber ich habe jetzt erstmal so eine Ovale hier gemacht und jetzt werde ich die mal mit einer Feile versuchen, eine eckige Form zu bringen. Mal sehen, ob das die Lösung ist. Und dann werde ich mal sehen, wie ich hier oben die Bögen mache. Das wird ja auch reine Handarbeit sein. Ich habe wieder nicht sauber drüber nachgedacht. Ich hätte mal höher ziehen sollen, meine Fräsung. So, dass ich also dann ein bisschen Platz gehabt hätte für die Sturzsteine.
So, also da muss ich doch noch mal ein bisschen runtergehen, hier auffräsen bis hier oben und da die dann mit der Hand eben oben ein bisschen weiter ausfeilen. Scheiß Arbeit, aber Zeug machen. So, ich habe es noch oben aufgefräst und jetzt mit der Feile und dem Cutter, also mit Tapetenmesser, sauber ausgearbeitet und jetzt passt das hier rein. Sitzt nicht perfekt, es ist ein bisschen groß geworden, aber ist nichts, was nicht ein Hauch Spachtel oder Polystyrolkleber wieder in Ordnung bringen kann. Also, jetzt wird es Zeit, das Teil mal einzukleben oder einzuheften. Und das müsste dann so sitzen. Ja, man sieht auf der rechten Seite, aus meiner Sicht ist ein Stückchen, ein kleiner Spalt, den muss ich noch verschließen, aber das ist okay. Also, jetzt hefte ich es erstmal ein. Scheiße, wa? Beim Feilen ist mir das zerbrochen. Und ja, muss ich erstmal zusammenkleben. Und hoffe, dass der Klebespalt da nicht zu sehen ist. Ah, das ist echt scheiße. Mist. So, jetzt habe ich die Stürze hier auch drin. Die sitzen nicht perfekt gerade, also da könnte ich wahrscheinlich noch mehr machen. Und ja, wenn man es lackiert, das hinterher, das sieht kein Mensch mehr. So, ich habe dann auch schon die kleinen Vorsprünge hier angefertigt. Die sind auch schon da und jetzt mache ich gerade die Giebelwand. Und da muss ich dann wieder mit der Fräse rangehen, also die Tür und auch das obere Fenster. Hier kommt hier noch, muss ich noch auszählen, dieser Zahnfries rein, was auch noch mal ein Spaß wird. Aber ich will es ja möglichst vorbildgetreu. Die Stirnwand, hier auf dem Foto meine ich diese mit der braunen Tür. Hier habe ich jetzt also mal angezeichnet das Fenster. Hier eine Steinreihe ist zwischen dem eigentlichen Bogen und den muss ich jetzt auch noch anpassen. Und es ist jetzt natürlich extrem hoch, aber ich will ja noch schneiden die Wand. Da kommt der Zahnfries zwischen und dann wird das schon funktionieren, glaube ich. Aber ich muss jetzt erstmal einen passenden Sturz finden und da werde ich wohl ihn von diesen großen nehmen. Den ist also hier noch raufpacken, vielleicht noch ein paar kleine Anpassungsarbeiten machen. Der ist 13, der Sturz ist ein bisschen größer. Ich nehme mal diesen hier. Und ich muss ja jetzt nicht so wahnsinnig hochfräsen, sondern nur bis zur Unterkante und den Rest bearbeite ich mit der Feile. Ich habe jetzt also die Bögen gemacht und das wird jetzt erstmal zusammengeklebt. Das spannt jetzt hier noch ein bisschen, aber wenn dann der Kleber dran ist, dann löst es ja an und dann ist der Bogen drin. So, wenn das dann eingeklebt ist, dann mache ich mich hier an das Abschneiden und das Setzen des Zahnfrieses. So, eingesetzt. Jetzt muss der Kleber nur noch abbinden und in der Zeit, in der ich jetzt darauf warte, werde ich mich noch mal ein bisschen. Oh! Verflucht. Wo ist denn jetzt hier oben meine? Im Finger. Ja, sowas passiert natürlich auch. Dass es an dem Finger besser klebt als am Gebäude. So. Ui. So. Jetzt sind die Teile erstmal zusammengeklebt. Jetzt muss ich erstmal ein Weilchen warten und kann nochmal hier den ein bisschen hochdrücken, den oberen Sturz. So.
Ja, ein Reservat müsste das fest ist und dann, ach hier unten sehe ich gerade, kann ich noch ein bisschen wegnehmen. Naja, und dann schneide ich die Teile, setze die dann mit dem Zahnfräsen noch zusammen und dann wird die ganze Frontseite noch gemacht. Ja, und hier wird das dann vorne raufgeklebt. Dann habe ich schon mal die erste Seite. Also vom Arbeitsaufwand her ist das wieder gewaltig. Und da ich jetzt eigentlich nur noch den heutigen Tag habe, es ist 13 Uhr. Ich werde nicht schaffen, das Gebäude heute fertigzustellen. Wäre illusorisch. Muss noch so viel überlegen und planen und grübeln. Obwohl die übrigen Wände ja eigentlich relativ einfach sind, also wie hier einfach nur Löcher drin, auffräsen, die Frontseiten mit Türen, muss ich auch noch Türen bauen. Also ich muss mir das nicht einbilden, dass ich da irgendwas hinkriege vor dem Fremo-Treffen. Und danach wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so wichtig sein. Also wäre es vielleicht klug, wenn ich an der Stelle einen Schnitt mache und sage, gut, das war's jetzt erstmal. Und ich mache dann eben im nächsten Teil mit weiter. Der wird relativ kurz sein, aber dann ist es halt so. Gut, verehrtes Publikum, bis dahin.